Herzlich willkommen bei Uplevel, dem etwas anderen Business-Podcast, der weniger auf die üblichen Business-Strategien fokussiert und dabei vielmehr dich mit deiner Identität als Solopreneur in den Mittelpunkt rückt. Denn wer und wie du bist, ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, um mit deinem Herzensbusiness erfolgreich zu sein. Mein Name ist Britta Kimpel und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur heutigen Episode und ich kann irgendwie gerade gar nicht glauben, dass das wirklich schon Episode 139 ist. Das ist echt irgendwie total verrückt, wie die Zeit rast. Und ich meine, hallo, 139 Episoden, wer hätte das gedacht, als ich damals angefangen habe? Ich weiß noch, dass ich irgendwie mega stolz war, als ich dann mal 10 Episoden hatte und bei 50 fand ich, wow, jetzt habe ich echt richtig viele, aber 139 ist echt, ziemlich cool und es macht mir immer noch Spaß, also von dem her gut gewählter Weg damals. Und ich freue mich total auf das heutige Thema, weil es ist ein Thema, was ich mega spannend, faszinierend und auch ein bisschen tragisch finde. Wir Menschen sind schon eine sehr seltsame Spezies, wenn man das mal so sagen kann. Und bevor wir da eintauchen, mag ich auch heute wieder einen völlig irrelevanten Fakt über mich teilen. Und zwar bin ich mega geruchsempfindlich. Und das ist wirklich so schlimm. Also mich wirkt es dann ganz schnell. Zum Beispiel, ich war ein paar Mal in Paris, aber ich finde, Paris wirklich stinkt. Also meine Nase verkraftet das nicht. Und das führt dann dazu, dass ich wirklich einfach nur würgend, sorry für die Bildlichkeit unter Umständen, dass ich da durch die Straßen laufe und dann laufen mir die Tränen runter und das ist einfach eine richtige, richtige Qual für mich. Und deswegen, ich glaube, wenn man mich irgendwann foltern wollte, dann müsste man das mit nicht angenehmen Gerüchen tun. Ich glaube, da gehe ich viel mehr drauf ab als jetzt zum Beispiel Lärm, wo ich prinzipiell nicht so empfindlich bin. Einfach jetzt nachdem ich da in der alten Wohnung diesen schrecklichen Umbaulärm hatte, wo das angefangen hat, mich wirklich zu stressen und in mein Nervensystem zu gehen. Aber bis dahin wirklich Geräusche und Lärm tun mir nicht so was an, aber eben schlimme Gerüche. Und du merkst es vielleicht, diese Fakten über mich wirklich, manchmal sind es Geschichten, manchmal sind es kleine Fakten, das ist nicht wahnsinnig relevant, ist vielleicht nicht mal spannend und trotzdem habe ich gesagt, ich mache das einfach, weil ich sonst auf meinen Social Media Sachen nicht viel Persönliches teile, einfach, dass man trotzdem so ein bisschen was aus meinem Leben weiß. Genau, und jetzt zum heutigen Thema. Und das heutige Thema ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren so oft gemacht habe. Und natürlich, wie immer, die ich auch von mir wirklich bestens kenne. Und wir schauen das heute auch an und das ist was, was evolutionär bedingt ist. Und zwar der Fakt, dass wir ganz häufig unsere Einschränkungen, also das, wo wir glauben, wir können nicht oder wir sind nicht gut genug oder wir haben nicht genug, dass wir diese Einschränkungen wirklich intensiver verteidigen als unsere Träume. Das heißt, wir setzen uns mehr für unsere Einschränkungen ein und für all das, warum wir Dinge nicht umsetzen und realisieren können, als dafür, uns für unsere Träume einzusetzen. Und ich mag ein bisschen was vorher erklären. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ich sag mal so, im letzten Jahr habe ich auch oft schon drüber geredet, deswegen manche Sachen sind jetzt vielleicht auch nicht neu. Und trotzdem finde ich vielfach Wiederholungen sinnvoll und ich verwende heute andere Worte und vielleicht andere Beispiele. Und beim letzten Mal warst du wer anders und hast andere Sachen gehört und heute fällt dir vielleicht was Neues auf. Und deswegen mag ich da so ein bisschen so die Grundlagen von dem Thema auch nochmal erklären. Und zwar ist es so, wir alle haben eine wahrgenommene Realität. Und ich sage extra wahrgenommen, weil das, was wir wahrnehmen, nicht im geringsten mit dem übereinstimmt, was andere wahrnehmen. Und weil das, was wir wahrnehmen, nur ein absolut mini, mini, mini kleiner Bruchteil dessen ist, was wir wahrnehmen könnten. Und was ich damit meine, ist, dass in jeder Sekunde Millionen, Milliarden, Billionen Sinnesreize auf uns einprasseln.
Lauter Farben und Lichter, lauter Geräusche. Und wenn es nur das Brummen vom Computer ist oder falls du gerade im Zug bist, das Brummen vom Zug, was auch immer der macht, rattern. Oder vielleicht das Brummen von dem Kühlschrank, vielleicht fliegt ein Vogel vorbei. Das sind Sachen, die fallen uns nicht unbedingt bewusst auf und trotzdem nimmt sie unser Gehirn auf, permanent. Dein Gehirn registriert gerade, wie du auf deinem Stuhl sitzt oder wo auch immer du sitzt oder liegst. Es nimmt den Kontakt wahr, es nimmt die Berührung wahr, es nimmt die Luft wahr. Und deswegen dein Gehirn registriert all diese Millionen, Milliarden, Billionen Sinnesreize. Und ich habe das schon oft gesagt, wir würden absolut durchdrehen, wenn wir die bewusst wahrnehmen würden. Und es ist tatsächlich so, dass von all den möglichen Sinnesreizen, die unser Gehirn sozusagen registriert, kommt wirklich nur ein winzig kleiner Bruchteil in unser Bewusstsein. Und zwar, und die Zahl habe ich schon oft gesagt, und frag mich bitte nicht, wo die Zahl, also wie man die Zahl rausgefunden hat, ich vertraue einfach drauf, dass sie so ist. Wir sehen angeblich nur 0, und dann 9 Nuller. Also 0,000000009% der Realität. Oder hier habe ich jetzt, glaube ich, einen Fehler. Ich glaube 5. 0,9 Nuller und dann 5%. Aber es macht keinen großen Unterschied mehr. So viel der möglichen Sinnesreize kommen in unser Bewusstsein. 0,000000005% aller Sinnesreize. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir eine Null mit 9 Kommastellen nach der Null, das können wir als quasi nicht existent bezeichnen. Das heißt, dass unser Bewusstsein quasi nichts der Realität wahrnimmt. Es wählt einen absolut mini kleinen Bruchteil aller möglichen Sinnesreize aus und die spielt es mir in mein Bewusstsein. Und aufgrund von dem, was in mein Bewusstsein landet, schaffe ich mir meine Realität. Dann sage ich, das ist es, wie die Welt ist. Wenn ich den vorbeifliegenden Vogel nicht höre, dann kann ich behaupten, da war kein Vogel. Wenn ich aber sozusagen, der Vogel war da, aber ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen. Er ist einfach nicht in meiner Realität. Und wir haben zum Glück diesen Filter im Gehirn und auch über den habe ich schon oft gesprochen, retikuläres Aktivierungssystem. Und dieser Filter entscheidet eben, welche dieser Milliarden von Sinnesreizen kommen in mein Bewusstsein und welche ignorieren wir und welche blenden wir aus. Und dieses Filtersystem sucht das, was es in unser Bewusstsein spielt, raus aufgrund von dem, was wir eh schon glauben. Das heißt, meine Überzeugungen, meine Erfahrungen, meine Glaubenssätze, die sind dafür verantwortlich, welche Sachen, welche Sinnesreize in mein Bewusstsein kommen. Und deswegen, ich weiß gerade nicht, von wem der Satz ist, aber es gibt diesen Satz, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und der ist wissenschaftlich korrekt, dieser Satz. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. So wie ich glaube, dass die Welt ist, genau so sehe ich die Welt. Und das heißt, um die Welt anders zu sehen, muss ich wer anderes sein. Um die Welt anders zu sehen und in dieser anderen Welt was anderes zu erschaffen, um andere Ergebnisse zu sehen, muss ich wer anderes sein. Und das wirklich neurowissenschaftlich nachgewiesen. Und das ist so dieses Thema von Identität, über das ich viel auch gesprochen habe in den letzten Monaten, Jahren. Wer ich bin, entscheidet darüber, welche Perspektive mein Bewusstsein immer wieder sieht und das entscheidet darüber, was ich in meinem Leben erschaffen kann. Weil die Perspektive, wie ich die Welt sehe, entscheidet darüber, was ich tue. Wenn ich absolut davon überzeugt bin, dass ich nicht auf einen 4000er wandern kann, dann werde ich es nie versuchen. Das heißt, in meiner Realität, die Überzeugung, ich kann das nicht, bestimmt darüber, was ich mache, was ich versuche und was ich von vornherein sein lasse. Und jetzt ist es eben so, wir haben diese wahrgenommene Realität, die absolut nichts mit der tatsächlichen Realität, die es sowieso nicht gibt, aber die nichts damit zu tun hat, was wir wahrnehmen könnten, sondern die alles damit zu tun hat, wer wir sind. Und unsere Realität kann zum Beispiel sein, meine Kunden wollen nicht das, was ich anbiete. Meine Kunden sind einfach noch nicht so weit. Selbstständig sein ist anstrengend. Ich verdiene einfach nur, keine Ahnung, XY pro Monat und das reicht nicht, um was auch immer ich tun will zu tun. Ich habe keine Zeit. All das sind Aussagen unserer Realität, unserer wahrgenommenen Realität in dem Moment,
die wir wahrnehmen aufgrund von der Person, die wir sind. Und die ersten kommen hier unter Umständen schon in den Widerstand und das ist genau unser Thema. Ja, aber ich habe eben wirklich nur 1500 Euro pro Monat zur Verfügung oder ich habe eben wirklich keine Zeit oder meine Kunden wollen wirklich nicht das, was ich anbiete. Ja, das ist deine aktuelle Wahrnehmung aufgrund von der Person, die du bist. Und wir lassen den Teil erstmal hier so stehen und falls du schon angetriggert bist, perfekt, weil über solche Trigger haben wir die Möglichkeit, unsere Sachen anzuschauen und dann unter Umständen auch was anderes zu erschaffen. Aber wir lassen mal unsere wahrgenommene Identität erstmal hier, oder Realität besser gesagt, so stehen. Und dann ist es ja so, dass wir auch einen Traum haben. Wir haben alle irgendeinen Wunsch, wir haben irgendwas, wo wir hinwollen, was nicht in unserer aktuellen Realität ist, was außerhalb von unserer aktuellen Realität ist. Wir wollen vielleicht mehr Kunden, die das haben wollen, was wir anbieten. Wir wünschen uns vielleicht mehr Leichtigkeit in der Selbstständigkeit. Wir wünschen uns vielleicht mehr Zeit für das, was uns wirklich wichtig ist. Wir wünschen uns vielleicht mehr Geld pro Monat. Und das sind die Sachen, die in unseren Träumen in der noch nicht wahrgenommenen Realität sozusagen gewünscht und erhofft sind. Und wenn wir jetzt hören, dass wir wer anderes sein müssen, um diesen Traum zu realisieren, wie gesagt, meine Realität ist dadurch definiert, wer ich bin. Und wenn ich bleib, wer ich heute bin, dann bleibt meine Realität die gleiche wie heute. Das heißt, wenn ich meinen Traum realisieren will, dann müsste ich jemand anderes sein. Und das ist an sich total simpel. Aber eben hier ist das, was ich immer wieder beobachten kann. Und wirklich, ich mag das nochmal sagen, ich nehme mich hier überhaupt nicht aus, ich bin die Widerstandskönigin. Aber das, was aufkommt, ist Widerstand. Wir fangen an, unsere limitierenden Glaubenssätze zu verteidigen. Ja, aber Selbstständigkeit ist anstrengend und das ist einfach schwer und ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit. Wir verteidigen diese einschränkenden Glaubenssätze, weil wir behaupten, so ist es. Und nochmal, das ist nur ein Mini-Bruchteil von dem, wie es ist. Wir werden unter Umständen sogar wütend und zu der Fraktion wirklich gehöre ich auch. Wenn mir jemand meine Realität wegnehmen will, werde ich wütend. Wie kann das jemand wagen, mir zu sagen, dass die Dinge anders sein können? Sie sind doch nun mal so. Und deswegen, das ist was ich immer wieder beobachte, was ich bei mir kenne und wirklich, was ich so heute zum Thema machen will. Und die Frage, die dann für mich aufkommt, ist, warum verteidigen wir unsere Glaubenssätze so? Und der Punkt ist, ich bestreite von keinem die Realität. Ich nehme niemanden die heutige Realität weg. Wenn mir jemand sagt, selbstständig sein ist anstrengend, dann ist das die aktuelle Wahrnehmung. Und die ist richtig. Ich gehe absolut zu 100% davon aus, die Person findet das anstrengend. Wenn mir jemand sagt, ich habe nur 1000 Euro im Monat, dann ist das richtig. Ich nehme nicht diese Realität weg. Ich sag nicht, nee, du hast mehr Geld, weil da ist faktisch nicht mehr Geld auf dem Konto. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, die aktuelle Realität zu bestreiten. Das heißt, wir nehmen der Person an sich die Realität nicht weg. Was wir aber machen wollen, ist sozusagen den Blickwinkel, die Perspektive zu shiften und zu sagen, okay, aber wenn du daran festhältst, wird sich in der Realität auch nichts verändern. Solange du bleibst, wer du bist, wirst du haben, was du heute hast. Und wenn du was anderes haben willst, musst du wer anderes sein. Und jetzt eben die Frage ist, warum verteidigen wir diese Einschränkungen? Ich meine, überleg dir das mal. Das ist doch völliger Schwachsinn. Da haben wir was in unserem Leben, was wir nicht haben wollen. Und anstatt das irgendwie zu verändern, verteidigen wir es. Wir fletschen die Zähne, wir keifen alle an, die uns was anderes erzählen wollen und wir wirklich verteidigen das bis aufs Letzte. Wir werden wütend, wenn uns jemand sagt, okay, heute ist es deine Realität, aber die muss nicht so bleiben. Anstatt, dass es uns befreit und anstatt, dass wir sagen können, oh stimmt, ich kann was anderes erschaffen, werden wir wütend. Wie kann es jemand wagen, uns zu sagen, dass es anders sein kann? Weil es ist doch mal so und es ist die letzten 20 Jahre so gewesen. Und wir gehen in diesen Widerstand. Und hier mag ich anschauen, warum gehen wir in den Widerstand? Und auch das ist wieder was, was wir wirklich neurophysiologisch oder neurologisch erklären können. Und es ist einfach meine aktuelle Realität,
mein aktuelles Sein, meine Identität, das ist bekannt. Und was bekannt ist, fühlt sich sicher an. Das ist einfach in unserem Nervensystem so verankert. Das heißt nicht, dass das, was bekannt ist, das Beste für uns ist, aber bekannt ist auf eine Art eine Sicherheit, weil wir wissen genau, wie wir damit umgehen können. Wir kennen das. Und das heißt, unser Nervensystem fühlt sich sicher, wenn die Dinge bekannt sind. Und wenn jetzt jemand eben was sagt, was unbekannt ist und was uns unter Umständen diese Sicherheit, die wir jetzt haben, wegnehmen will, das fühlt sich unsicher an. Und wenn wir uns unsicher fühlen, kommt immer Stress auf, der Sympathikus wird aktiviert und wir gehen in den Fight-or-Flight-Modus, in den Flucht- oder Kampfmodus. Und genau deshalb fangen wir an, unsere aktuelle Realität zu verteidigen. Einfach nur, weil unser Körper, unser Nervensystem von sich aus, das registriert was, was unsicher ist und die automatisierte, evolutionär bedingte Reaktion ist Kampf, Flucht oder Kampf. Und eben mit dem Widerstand und dem Wütendwerden gehen wir in den Kampf. Und deswegen evolutionär gesehen völlig verständlich. Und deswegen machen das auch so viele. Ich glaube, wahrscheinlich machen wir das alle. Also ich auf jeden Fall heb hier ganz hoch die Hand. Ich bin da ganz vorne mit dabei. Wie gesagt, evolutionär verständlich. Aber wie sieht's inhaltlich aus? Wie viel Sinn macht's, wenn wir unsere Einschränkungen mehr verteidigen als unsere Träume? Und wirklich, ich will, dass du da einen Moment drüber nachdenkst. Macht es Sinn, länger für deine Glaubenssätze und für deine Limitierungen zu kämpfen, als für das, was du dir eigentlich wünschst? Willst du das wirklich länger tun? Und was wäre, wenn du stattdessen deine Träume genauso verteidigen würdest? Wenn jedes Mal, wenn ein Gefühl aufkommt von, ich kann das nicht, dass du dann in den Kampfmodus gehst und sagst, oh mein Gott, und wie ich das kann, ich werde es dir zeigen, egal ob das du selbst bist oder ob du es anderen zeigen willst. Wenn du anfängst, für deine Träume genauso zu kämpfen wie für deine Einschränkungen, wenn du nicht mehr von der aktuellen wahrgenommenen Realität dich aufhalten lässt und wenn du heute schon entscheidest, ich bin die, die ihre Träume lebt, koste es, was es wolle, und es klingt mega krass, so meine ich es nicht, aber ich bin die, die ihre Träume verteidigt und die für ihre Träume lebt, und zwar mehr als für die Einschränkungen. Und in dem Moment, wo du sozusagen die Entscheidung triffst, dass du deine Träume wichtiger nimmst als deine Einschränkungen, in dem Moment bist du schon wer anderes. Dein Fokus verschiebt sich. Dein Fokus verschiebt sich von den Einschränkungen her zu den Träumen und dein Gehirn bringt dir mehr Nachweise und Beweise dafür, dass du deine Träume leben kannst. Und das heißt, in dem Moment, wo du entscheidest, deine Träume wichtiger zu nehmen, in dem Moment bist du jemand anderes und damit kannst du die Welt anders sehen. Und vielleicht einfach als eben Anekdote, ich bin seit über 11 Jahren selbstständig, am Anfang teilselbstständig, dann glaube ich seit über 9 Jahren Vollzeit selbstständig. Ich hatte unterschiedliche Businesses, ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, aber das Wichtigste vor allem ist, ich war in diesen 11 Jahren mehrfach pleite. Und wenn ich pleite sage, dann meine ich nicht nur, das halt gerade irgendwie eng war, sondern ich war tatsächlich mit fast 50.000 Franken verschuldet. Und ich habe meine Rechnungen mit Kreditkarten abbezahlt und ich habe meine Kreditkartenrechnungen mit anderen Kreditkarten abbezahlt. Einfach, weil ich wusste, okay, auf der Kreditkarte ist noch ein bisschen Geld, dann hebe ich da Geld ab, das zahle ich hier ein und im nächsten Monat muss ich dann sozusagen mit dem abgehobenen Geld von der Kreditkarte, muss ich die andere Kreditkarte bezahlen, dass da wieder Geld drauf ist und dann kann ich es da wieder bezahlen. Das Level von Pleite. Ich hatte unterschiedliche Levels von Pleite, aber ich war bis wirklich auf dem Level von Pleite. Und der schlimmste Moment war, dass mir sogar mal angedroht wurde von meinem damaligen Vermieter, dass mir meine Wohnung gekündigt wird, weil ich sie 2-mal in Folge nicht am Monatsanfang bezahlt habe. Und ich dachte nicht, dass das ein Drama wird, aber wirklich im 2. Monat kam der Brief, wenn ich nochmal meine Miete nicht bezahlen kann am Anfang vom Monat, dann werde ich aus meiner Wohnung geschmissen. Also wirklich einfach zum Sagen, das war meine Realität damals.
Aber ich habe nicht meinen Traum aufgegeben. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ja, aber ich bin nun mal pleite und ich habe kein Geld und deswegen kann ich jetzt nichts machen. Sondern ich habe gesagt, ja, ich habe tatsächlich kein Geld, aber ich habe irgendwie eine kreative Möglichkeit gefunden, hier mit meinen Kreditkarten zu spielen. Und ich habe investiert, da wo ich dachte, das macht Sinn zu investieren. Ich habe die Sachen gelernt, ich habe sie umgesetzt und ich bin aus dem Ding rausgekommen. Aber nicht, weil ich meine Einschränkung verteidigt habe, sondern weil ich meinen Traum verteidigt habe. Weil ich wusste, ich will unbedingt, dass diese Selbstständigkeit funktioniert. Ich will auf gar keinen Fall mehr in ein Anstellungsverhältnis. Und egal, was es braucht, ich bin bereit, das zu geben. Und ja, das ist genau der Punkt. Die Frage ist nämlich nicht, habe ich das, was es braucht? Habe ich die Leichtigkeit? Habe ich das Geld? Habe ich die Kunden? Das ist nicht die Frage, weil die Frage, habe ich das, was es braucht, beantworte ich mit Ja oder mit Nein. Und viele eben, wenn sie für ihre Einschränkungen kämpfen, beantworten das mit Nein. Nein, ich habe das nicht und damit ist die Sache gelaufen. Aber die Frage für mich ist mehr, bin ich gewillt, das zu geben, was es braucht? Nicht habe ich das, was es braucht, sondern bin ich gewillt, zu geben, was es braucht? Beziehungsweise besser noch, wenn ich die Frage umformuliere, was brauche ich, damit ich gewillt bin, zu geben, was es braucht? Und das ist was ich immer wieder beobachte. Wir sagen, ich habe das nicht und dann geben wir auf. Anstatt wirklich zu sagen, was kann ich geben? Bin ich bereit zu geben, was es braucht? Bin ich gewillt zu investieren? Bin ich gewillt zu investieren in Programme, mehr Zeit, mehr Geld, vielleicht, dass ich im Moment mit Kunden zusammenarbeite gegen ein Kundenfeedback. Egal was, aber auf jeden Fall in dem Moment, wo ich sage, ich bin gewillt, alles zu geben, was es braucht, damit das funktioniert, in dem Moment werde ich kreativer. In dem Moment eben finde ich andere Lösungen. Und aus meiner Sicht gibt es 3 Eigenschaften oder Sachen, die wir brauchen, um eben zu zeigen, dass wir gewillt sind, das zu geben, was es braucht. Und das erste ist meine absolute Lieblingszutat. Ich habe schon mal eine ganze Podcast-Episode darüber gemacht. Ich glaube, die Episode 84. Und zwar das Thema Commitment. Und zwar das Commitment, also diese Verbindlichkeit dafür, immer wieder umzudenken, so zu handeln, wie das sozusagen nicht meine eingeschränkte Realität tun würde, sondern meine Realität, wenn ich meinen Traum schon lebe, so zu handeln, selbst dann, wenn ich glaube, dass es eh nicht klappt. Das heißt, wenn ich sage, kann ich das ja oder nein und die Antwort ist nein, dann geben die Leute auf. Aber Commitment heißt, nicht aufzugeben. Und Commitment zu seinem Traum heißt, nicht zu sagen, ich kann das nicht, sondern heißt, sich zu fragen, wie kann ich es machen? Und vor allem dann, wenn wir glauben, es funktioniert eh nicht. Und deswegen wirklich das Commitment dazu, umzudenken, zu handeln, auch dann, wenn wir glauben, es klappt nicht. Und eben wirklich die Entscheidungen aus dem Traum zu treffen und nicht aus der heutigen Realität. Das Commitment dafür, nicht mehr die Einschränkungen zu verteidigen. Das ist das Erste. Was es noch braucht, und das habe ich jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, ist die Bereitschaft, die richtigen Fragen zu stellen. Statt zu fragen, kann ich mir das leisten? Ja oder nein? Habe ich die Zeit? Ja oder nein? Habe ich die Kunden? Ja oder nein? Wie kann ich es mir leisten? Wie kann ich es möglich machen? Wie kann ich es schaffen, dass die Kunden sich für mein Angebot interessieren? Was brauche ich dafür? Und Tony Robbins hat das gesagt, die Qualität deines Lebens ist definiert von der Qualität der Fragen, die du stellst. Und ich habe mal eine ganze Podcast-Episode nur dazu gemacht. Das war die Episode 61, wir verlinken die auch. Aber deswegen die richtigen Fragen. Und auch hier das Commitment dazu, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du die richtigen Fragen stellst, dann löst du diesen Verteidigungsreflex gegenüber deinen Einschränkungen auf und du fängst an, dich für deine Träume zu öffnen. Und das Dritte, was es braucht, neben Commitment und den richtigen Fragen, ist aus meiner Sicht Selbstvertrauen. Und zwar wirklich im Sinne von sich selbst vertrauen. Und ich persönlich, ich bin absolut zu 100% davon überzeugt, dass wir unseren Traum nur deshalb haben, weil wir ihn leben sollen. Wir werden hier nicht vom Universum verarscht, so à la Edge Badge.
jetzt hast du den Traum, aber du kannst ihn nicht haben, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass wir den Traum nur deshalb in uns tragen, weil es genau das ist, was wir leben sollen. Das ist genau das, was wir tun sollen. Das ist genau der Beitrag, den wir in der Welt leisten sollen. Und das ist auch genau das, was uns eben hilft, über unsere aktuellen Einschränkungen hinauszuwachsen, Limitierungen aufzulösen und wirklich anzufangen, in der Welt das zu tun, wofür wir auf der Welt sind. Und wenn ich nur meine Einschränkungen verteidige, dann tue ich nicht das, wofür ich auf der Welt bin, sondern ich halte mich irgendwo in einer sicheren Zone, aber ich halte mich vor allem klein. Und deswegen aus meiner Sicht, wir haben den Traum, um zu wachsen, wir haben den Traum, um wirklich in der Welt was zu bewegen. Und wann immer wir uns klein machen, vertrauen wir nicht in uns und wir vertrauen nicht in diesen Traum. Letztendlich sagen wir, hey, das Universum hat einen Fehler gemacht, mir diesen Wunsch zu geben. Ich kann das gar nicht. Wir zweifeln nicht nur an uns, sondern wir zweifeln an der Richtigkeit des Universums und unserer Träume. Und das ist das Dritte, wirklich das Selbstvertrauen. Du hättest den Wunsch nicht, wenn du nicht auch alles mitbringen würdest, was es für die Umsetzung braucht. Du hättest den Wunsch nicht, wenn es nicht wirklich dafür da wäre, dass du ihn lebst. Und deswegen Commitment, die Bereitschaft, über deine Einschränkungen hinauszuwachsen, dann die richtigen Fragen und das Vertrauen darauf, dass der Wunsch absolut richtig ist und dass du alles hast, was du brauchst. Und deswegen nochmal diese Frage, frag dich nicht, habe ich alles, was ich brauche, weil vielleicht glaubst du im Moment, du hast es nicht, sondern bin ich bereit zu geben, was es braucht? Beziehungsweise, wie kann ich bereit sein, wie kann ich meine Bereitschaft erhöhen, das zu geben, was es braucht? Und vielleicht kannst du dir einfach vorstellen, dass dein Wunsch wie ein Kind ist oder ein Tier, irgendwas, was du anvertraut bekommen hast, um dich drum zu kümmern. Und zwar gegen alle Widrigkeiten hinweg. Egal was kommt, deine Aufgabe ist es, diesen Wunsch zu pflegen, ihn zu lieben, dich um ihn zu kümmern und wirklich auch für seine Sicherheit zu sorgen. Und zwar mehr für die Sicherheit von diesem Wunsch zu sorgen, als eben für die Sicherheit von deinen Einschränkungen. Und das ist es, was ich dir heute mitgeben will. Wirklich fang an, deine Träume genauso zu verteidigen oder mehr zu verteidigen als deine heutigen Einschränkungen und deine heutige Realität, weil nur so wird sich deine Realität auch verändern können. Und ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest und wirklich vielleicht so ein bisschen angetriggert bist, aber auch zum Nachdenken angeregt wurdest. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine fantastische Woche, eine gute Zeit und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.